Ja, Sofia und Benjamina, zum Ende noch mal eine große Chance auf den Fuß gehabt und dann gefoult worden, rote Karte, hätte eigentlich reingehen können, wa? Ja, also ich gehe in 16er, ich weiß gar nicht, ob ich drin war oder nicht oder ob der kurz davor mich noch trifft. Auf jeden Fall wollte ich zum Tor ziehen. Ich glaube, der zieht mich noch mal oder ich nehme den Ball, kann ich nicht so richtig mitnehmen. Und will dann Körper reinstellen, er trifft mich hinten an der Wade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein Elfmeter ist, aber ja, der Schiri hat außerhalb gepfiffen und ja, schade, aber ja, einfach nur schade. Nach der 80. Minute dann der roten Karte habt ihr nochmal den Druck erhöht. Ist es auch schwierig, auf diesem Boden guten Fußball zu spielen? Ja, also ich sag mal, heute war noch einer der besseren Rasen. Ich glaube, jetzt gegen Aalen hatten wir da ein bisschen mehr Probleme. Trotzdem muss man sagen, dass heute die Einstellung und ja, einfach der Kampf gestimmt hat, können wir uns trotzdem nichts kaufen davon, aber zumindest haben wir heute schon ein anderes Gesicht gezeigt als gegen Aalen. Englische Woche ist nächste Woche beendet. Eine Niederlage, ein Punkt, das heißt also nächste Woche drei Punkte. Genau, ja, natürlich. Also wir probieren zu Hause alles reinzuwerfen. Mhm. Wenn man ehrlich ist, aus den letzten vier Spielen, gut, gegen Aalen haben wir scheiße gespielt, aber davor haben wir einfach unverdient auch die Punkte nicht mitgenommen. Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht, leider nur einen Punkt mitgenommen und darauf lässt sich aber auch aufbauen und wir müssen einfach am Samstag jetzt alles reinhauen gegen Jena und probieren einfach den Bock wieder umzustoßen und wieder das Glück ein bisschen erzwingen. Dann viel Erfolg gegen Jena. Danke. Pavel Dotschev, am Ende 0:0, an der Außenlinie sind Sie ganz schön rumgetanzt. So richtig zufrieden sind Sie mit dem Spiel nicht gewesen heute, oder? Mit dem Spiel? Ja. Doch, mit dem Ergebnis nicht. Mit dem Spiel bin ich zufrieden, weil das ist eine absolute Leistungssteigerung, was die Mannschaft heute gezeigt hat. Wir haben sehr gut verteidigt, wir haben 90 Minuten nur zwei Torschancen zugelassen, eine Flanke und einen Distanzschuss. Und ich denke schon, dass wir auch eher nah dran waren an die drei Punkte als die Großaspacher. Und momentan ist ja bei uns zäh, läuft nicht so, wie wir uns alle wünschen. Und da fällt ein bisschen, auch vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen. Aber wir haben jetzt nach drei nicht gewonnenen Spielen heute Auswärtspunkt mitgenommen. Und ich denke, dass die Mannschaft sehr gut verteilt hat, dass wir sehr gute Leistung gebracht haben. Leider, wie gesagt, könnten wir uns nicht belohnen. Das Glück ist momentan nicht auf unserer Seite, aber das kommt. Wenn wir weiter so machen, dann werden wir auch den Durchbruch schaffen. Wie haben Sie es gesehen? War es ein Elfmeter oder war es davor? Ja, gut, ich könnte nicht so von meiner Position könnte ich nicht so genau sehen. Wenn Sophie das sagt, kann man sagen, aber vielleicht hat ein halber Meter gefehlt. Also das ist das, was ich meine. Momentan entscheiden Zentimeter zwischen Niederlage und Sieg. Und das haben wir nicht immer jetzt auf unserer Seite. Aber ich denke, auch vorher gab es eine Situation, wo Abseits gegeben wurde, wo keiner war. Dann laufen wir auch mal zu dritt aufs Tor, müssen wir das Ding eigentlich diese Ruhe haben und Selbstvertrauen haben, das Ding einfach über die Torlinie zu bringen. Aber wie gesagt, die Jungs sind sehr willig und die sind ein bisschen nervös und deswegen machen wir jetzt die Dinger nicht rein. Aber ich sag's nochmal, ich nehme diese Punkte jetzt mit und wir werden jetzt am Samstag auf jeden Fall noch zulegen und dann können wir auch mit drei Punkten am Wochenende endlich mal uns belohnen für die gute Arbeit, was die Jungs auch machen. Und bis aus diesem Spiel in Aalen, die Mannschaft macht richtig hervorragend alles. Genau, also jetzt die drei Punkte mitnehmen im Heimspiel. Dafür wünschen wir viel Erfolg, eine schöne Trainingswoche und eine gute Heimfahrt, Herr Dotschev. Dankeschön, herzlichen Dank.